Der obere Mensch in uns ist der bewusste Mensch. Der untere Mensch ist der energievolle Mensch. Machen Sie sich das zunutze und lernen Sie, dass Sie mit Hilfe der Spannung in den Händen die Geschwindigkeit steuern können. Sie schieben zurück, Sie verstärken die Spannung und tun damit das Tempo steigern. Schneller werden, langsamer, schneller, langsamer. Schneller, langsamer, schneller, langsamer. Das können Sie bis zu sehr hohen Geschwindigkeiten steuern und auch wieder stehen bleiben. Und dann achten Sie auf den Unterschied, ob Sie mit normalem Bewusstsein schnell gehen und Ihr Vorhaben in große Schritte umsetzen oder ich muss schnell zurück, oder ob Sie mit den Kräften des unteren Menschen reingreifen und diesen schnell gehen lassen und mit diesen Kräften schnell zurückgehen. Und wahrscheinlich werden Sie merken, dass Ihre Schritte auf ganz natürliche Weise lebendig, schnell, aber auch klein werden. Gehen Sie spazieren und laden Sie den unteren Menschen ein, Sie vorwärts zu nehmen. Und sogar, wenn es aufwärts geht. Sie werden staunen, wie leicht das geht. Und dann werden Sie natürlich auch Momente haben, wo der obere Mensch sich einschaltet. Oh, mein Zug, ich muss meinen Zug erwischen. Schnell, da ist er. Und dann entwickeln Sie doch mal den Ehrgeiz, wenn Ihnen das passiert, ob Sie das nicht auch mit dem unteren Menschen hinkriegen. Oh, mein Zug, jawohl. Und dann laufen Sie mal mit dem. Und dann haben Sie nicht nur das, dass Sie den Zug erwischen, sondern auch noch den Spaß dabei, es einfach laufen zu lassen und genauso schnell zu sein. Eurythmie ist also nicht nur etwas Theoretisches oder für Ästhetisches, sondern eben auch ganz praktisch anwendbar.